this life is so damn crazy. Crazy that I'm lovin'. But look, I'm not complaining. Boy, I'm rockin' with my brother. I wake up in the morning, wash my face and take a piss. Is that girl right on the list? And get right back into this. But you better hold it down for me. You better hold it down. Can you make me feel at home? But my feet is off the ground. Can you promise you don't kill it just in case I don't get back? Well, you better. So, falls jetzt irgendwer fragt, wir sind auf der modernen Welt in der Wiener Stadthalle und ich muss sagen, es ist zwar nicht groß die Ausstellung, aber es sind doch einige sehr interessante Autos da und wir gehen so mehr oder weniger kurz mal durch. Ich glaube eher, ich werde weniger reden, wir werden einfach nur ein bisschen das Kfz anschauen. Gut, gehen wir einfach mal. So, also hinter mir steht ein 35 GTR mit Rocket Bunny Breitbau. 1200 PS drauf, leider ist die Motor aber nicht offen, ich weiß warum, weil kein Motor drinnen ist. Auf jeden Fall haben es in Japan, glaube ich, gebaut, von einem englischen Fahrer. Ist Second-Cell geschalten sogar, ist ein V8 Single Turbo. Echt richtig arg, das Ding in echt zu sehen einmal, schaut extrem, extrem arg aus. Das Ding hat 20 Zoll Felgen von Rotiform drauf, habe ich so echt noch nicht gesehen, vor allem zum Querfahren, schwer arg. Dann die zwei Autos, was da stehen, sind sicher dieses Jahr wieder zu sehen auf der Rennstrecke in Kreinbach und sonst wo. Ja, kann sich auch sehen lassen. Das weiße Auto, R33 GTR, glaube ich, war es mal. Ne, war kein echter GTR, auf jeden Fall RB25, Single Turbo, kann sich auch sehen lassen. Nicht schlecht. You say you love me, I say you crazy. We're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Yeah. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can't be reasoned with, don't be impolite. I've told you 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it obvious? F-R-I-N. So, also wir sind im letzten Raum angelangt. Eine berühmte österreichische Abstiegfirma, Performance-Firma. Zu meiner linken Seite, also von euch rechts gesehen, der R32 GTR von Stepway Performance. Ja, was kann ich sagen? Soviel ich weiß, ist das ein normaler RB26. Ich glaube, oder RB28 oder RB30, keine Ahnung, wie wir zum Täuschen auf jeden Fall. Der Lader, was da drinnen ist, ist wirklich so groß wie mein Kopf. Es ist wirklich brutal. Das Ding hat 1450 PS. Habe ich schon mal in echt gesehen, irgendwann Viertelmeilerrennen oder sowas. Geht wirklich brachial und ich glaube auch, wir werden das Auto nochmal sehen, weil ich in nächster Zeit wahrscheinlich dort mein Auto abstimmen gehen werde, weil die ziemlich spezialisiert sind auf Nissan. Ja, so viel sei mal gesagt dazu. Was noch mit dem Spiel? Ein RWB. Das habe ich das zweite Mal in meinem Leben gesehen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rüber und schauen uns das an. So, das letzte Mal, glaube ich, wenn ich einen echten RWB gesehen habe, war in Linz. Letztes Jahr beim Night of Wheels. Und jetzt steht da der nächste vor mir mit 18 Zoll Work S1 Felgen. Schaut extrem arg aus. Matt schwarz mit glänzenden schwarzen Felgen. Extrem arg. Das Ding schon echt sehen, das wäre auch schon was. Ich meine, persönlich Autos zu sehen, Seitenwände ausschneiden, ist nicht so meins, aber wenn man das sieht, ist das wirklich richtig, richtig arg. Fängt einfach mal bitte rüber. Kann man eigentlich lassen, ehrlich gesagt. Taugt mir wirklich. Kann man wirklich lassen. Ja, dann gehen wir noch mal kurz zu den R32. Ich glaube, dass mehrere Leute das interessieren wird, die Deutschen zumindest. Also die deutschen Zuschauer. Auf jeden Fall, ich habe das gelesen, ich habe mich getäuscht. Mit dem, also ein RB ist auf jeden Fall drinnen, aber es ist ein RB32 sogar, das heißt,
wirklich mächtig, richtig, richtig gut gebaut, das Ding. Und wie man sieht, ist da alles drin, was an Rennsporttechnik gibt. Da ist Nitro-Einspritzung drinnen, Trocken zum Schmieren drauf, also wirklich komplettes Viertelmeile-Auto ist da schon. Das ist wirklich richtig arg, also kann sich wirklich sehen lassen. Und ich weiß nicht, ob man das irgendwie so sieht im Video, auf jeden Fall der Lader, was da drinnen ist, ist wirklich kein Kinderspielzeug mehr. Ich glaube, das iPhone würde aufrecht reinpassen. Gefällt unseren Kollegen in Blau die Autos ja auch. Auch wenn die einen oder anderen nicht so ganz legal sind. So, das war's von der Motorenwelt in der Wiener Stadthalle. Ich hoffe, das kleine Video hat euch mal wieder gefallen und ja, verabschiede mich hiermit und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.